Na, Urdialekt ist, wo sie alles so zart. Das ist ein Urdialekt. Das habe ich nicht, weil mich dann unsere deutschen Fahrgäste nicht verstehen. Okay, aber können Sie den Urdialekt auch sprechen? Natürlich, überhaupt dann, wenn ich angefressen bin. Also dann geht es richtig los. Aber ansonsten pflege ich eher nicht Hochdeutsch, aber auch nicht so genau in der Mitte halt. Wenn Sie schimpfen oder so, wie schimpfen Sie denn im Urdialekt? Das ist ja gar nicht jugendfrei. Wenn Sie einen Schnallenverschluss haben, dann ist das der Stößel. Und das ist die Schnallen. Und man hat früher zu zwielichtigen Damen Schnallen gesagt, weil da jeder Stößel reinkommt, der genug Kohle hat. Diese Schönbrunner Wienerisch, das wurde an und für sich früher von Kaufleuten gesprochen, von Dienstleistern und halt von niedrigen Adel. Und die wollten sich dann sprachlich schon unterscheiden vom Pöbel sozusagen oder von der Arbeiterklasse, wie man das halt auslegen möchte. Aber dieses Deutsch gibt es halt nicht mehr, weil in den Geschäften wird entweder Hochdeutsch gesprochen mit der Kundschaft, aber das so, die gnädige Frau, das küsst die Hand. Ich meine, für mich können sie das nach wie vor haben. Ich grüße auch immer, habe die Ehre. Bei mir ist halt so, ich habe einen alten Traditionsberuf, dadurch pflege ich auch noch diese Sprache. Ganz lustig ist, wenn ich so übertriebene Deutsche habe und mit denen in dritter Person rede, dann kennen sie es überhaupt nicht mehr aus. Können Sie das vielleicht als Beispiel geben? Ja, wenn jetzt einer drin, ja, wir wollen fahren, und ich sage zu ihm, ja, was für Runde wir denn fahren? Und das ist eben das, was schon ausgestorben ist. Ne? Oder ja, es ist wurscht, wo ich bin. Ja. Hat er einmal kurz Zeit und die Leute wissen dann gar nicht, wem ich meine momentan. Aber ich pflege das halt berufsbedingt. Ich würde zu Hause, meine Kinder würden mal fragen, ob ich wo angerannt bin, wenn ich so reden würde. Aber natürlich, es wird aber auch von einem Fiaker zum Teil so erwartet. Speziell von den Deutschen, umso nordischer, umso mehr wird es erwartet von einem. Keine Ahnung, denen ist es am liebsten, wenn ich mit einem Autofahrer streite. Obwohl ich mir das in 17 Jahren abgewöhnt habe, aber das kommt immer recht gut.